Ich finde es eigentlich generell doof, dass über Schwule rumgelästert wird und Lesben haben ihre Freiheiten. Also entweder Freiheiten für beide oder sonst machen wir im Mittelalter. Wer andersrum war, wurde umgebracht. Ach ja, ich wollte noch mal was zum Dirk Bach Gedächtnisstrand sagen. Wie ich darauf gekommen bin, weil jetzt aktuell ja das Dschungelcamp läuft und ich das natürlich jeden Abend mitverfolge. Und so bin ich dann auf den Dirk Bach Gedächtnisstrand gekommen. Ja. Mann, das ist so scheiße. Jetzt ist auf einmal mein Handy im Arsch. So. Das mit der Kohle hier, das war mir schon die ganze Zeit ein Anliegen, weil ich wollte mal hier ein bisschen die Wände abklappern. Ich vertreibe mir jetzt ehrlich gesagt auch nur die Zeit, weil ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt, also liege ich jetzt nicht als Ausrede oder so, ich habe gerade ehrlich gesagt keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil das hier ist jetzt eine ganz spontane Aufnahme und ich wusste jetzt auch nicht großartig, wie, wo, was, weil ich hätte sonst für morgen keine Folgen mehr. Und musste ich mir was einfallen lassen. Aber vielleicht können wir ja aus Langeweile hier noch ein bisschen Kobbel abbauen. Nein. Na, komm Leute, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Scharfe Kühe. Huja! Bumm! Huja! Bumm! Ey! Du Schaf! Oh. Wollte ich mich verletzen? Entschuldigung, Schafi. Schafi, bleib hier. Schafi. Böse Schafi. Böse, böse, böse Schafi. Schaufel am Kopf! Ja, böse Schafi. Schaufel am Kopf! Oh. Tschüss, Schafi! Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Schaufel am Kopf ist eigentlich immer lustig. Funktioniert auch gut bei Zombies. Nein, bei Zombies funktioniert eigentlich am besten Schwert oder Spitzhacke. Schaufel richtet nicht so viel aus. Nicht, dass jetzt jemand denkt, der Minecraft spielt, oh, ich kann eine Schaufel für einen Zombie verkloppen nehmen. Ich meine, geht, aber ist nicht gerade das Einfachste. Weißt du was, ich mach mal kurz was. Ich pack mal den hier hin und den Kompass dahin. Dann habe ich nämlich schon ein bisschen mehr Einfallsblixen-Dingsen. Einfallsblixen-Dingsen. Ich habe heute auch dann Deutsch. Liegt wahrscheinlich daran, ich habe heute eine Politikarbeit wieder gekriegt. 3-. Ich bin so kurz vom Heulen. Aber gut. Scheiße. Aber ich kann ja auch nicht wissen, was Schöffel ist. Ach ja, und ich habe ja mal in einer Folge aufgerufen, was Kolonien sind. Das hat sich inzwischen erledigt. An dem Tag war ich nämlich nicht in der Schule. Ja, ganz geschickt eingefädelt. Nein, ich war deswegen nicht in der Schule. Da war irgend so ein Ham... Nee, wie heißt das jetzt noch? Hammett. Hammett-Test. Und weil ich zu dem Zeitpunkt krank war, konnte ich da nicht dran teilnehmen. Und bla 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 bla. Ich labe heute ehrlich gesagt nur so vor mich hin, weil ich auch keinen blassen Schimmer habe, was ich hier jetzt machen soll. Ich nehme jetzt ganz spontan auf, weil mir langweilig war. Und weil ich Folgen brauche. Aber dann wird das heute die Laberfolge. Ja. Mehr labern, weniger spielen. Hilft eigentlich immer. So, das Ding kommt wieder hier rein. Das Ding kommt in der Gartenabteilung. Das Ding kommt hier rein. Das Ding kommt darin. Buch und Feder lasse ich im Inventar. Das bleibt im Inventory. Und ich hatte noch was vor. Ich habe nämlich in einer... Also ich habe eine Kopie der... Dazu hier Boot. So, ich habe eine Kopie der Welt angelegt. Und mein Gott, es wird schon wieder Nacht. Ich wollte da mal was ausprobieren. In der Hoffnung, dass das gut aussieht. So, also wenn das hier so alles verbunden ist. Aber dann hat das hier keinen Halt, weil es da oben schwebt. Das sieht eigentlich... Naja, das sieht hier ein Verband aus. Du kannst auch ein... kann doch nicht mal ein Meister machen. Nee, das...
das Handy. Schon wieder ein Anruf. Ach, das ist Oppes. Ich gehe da jetzt mal nicht ran. Ich nehme einfach mal auf. Weil ich habe den Oppes eigentlich gesagt, dass ich jetzt aufnehme. Wer sich wundert, wer Oppes ist mein Opa. Und weil meine Oma wahrscheinlich wieder arbeiten ist und mein Opa wahrscheinlich auch wieder nichts zu tun hat, ruft er wahrscheinlich nicht an. Aber ich habe gerade was zu tun. Also gehe ich jetzt nicht ran und nehme auf. So, hat er davon. Wer mich bei der Aufnahme stört, kriegt Strafe. So, gute Nacht. Guten Morgen, liebe... Was? Guten Morgen, liebe Sorgen. Das ist meine Geschichte. Und inzwischen ist schon wieder Mittag. Nein, jetzt mal ohne Scheiß, was kann ich jetzt machen? Ich hab hier jetzt... Ach ja, ich wollte hier noch eine Druckplatte vor der Haustür setzen. Druckplatten, dafür brauche ich Holz, ne? Ja. Dafür brauche ich Prescherplattes. So, Prescherplattes. Ja, das ist doch eigentlich ganz geil. Jo, das können wir so lassen. Das ist doch eigentlich mal ein bisschen Geilheit wert. Juhu! Und wenn wir schon dabei sind, kann ich mir auch ein bisschen Eisenrüstung machen. Ein bisschen Eisenrüstung. Jojo, Eisenrüstung. So. Wie war das jetzt noch? Helm? So, Helm. Hemd. Scheiße, ich habe zu wenig Eisen. Mist, jetzt habe ich meine Axt weggeschmissen. Die muss aber wieder da hin. So, immerhin habe ich jetzt einen Helm. Nee, ich wollte aber eine komplette Rüstung. Please. 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 Please make me U-turn. Da haben wir noch einen 64er Stecker. Ich hau hier gerade wahllos auf der Tastatur rum. Ich weiß. Oh. Jetzt haben wir 20 Erfahrungspunkte. So. Okay. Also, wir haben jetzt einen Helm. Jetzt kommt ein Hemd. So. Ein Hemd. Dann brauchen wir natürlich noch eine Hose. Wird genauso gemacht wie ein Helm. Nur unten noch einen dran. Und, wie war das jetzt noch mit Schuhe? War, glaube ich, so, ne? Ja, das waren die Eisenstiefel. Und dann können wir den ganzen Krempel auch schon anziehen. Plonk, 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 plonk. Nicht schlecht, Herr Specht. So, das war mir nämlich schon die ganze Zeit ein Anliegen. Dann können wir nämlich demnächst wieder mit Monster spielen. So. Guck ich mal ganz kurz, was das war, glaube ich, F5, ne? Ja. Hier, da haben wir hinten doch so ein schickes Cape. Heute auf Fashion Week mit Karl Lagerfeld. Taitite. Ne, warte, wie ging das jetzt noch mit dem. Taitite. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Taitite. Also so könnten wir ja auch mal durchgehend Minecraft spielen. Als Third-Person-Shooter. Obwohl in der Third-Person-Sicht kann ich nie spielen bei Minecraft. Ich weiß nicht, das kriege ich nie gebacken. Sieht man, hier komme ich noch nicht mal den Baum hoch. Wenn ich schaff's auch nicht von dem zu dem Busch zu... Siehst du, das krieg ich hin. Wenn ich komme da nicht rüber. Ja, doch, Anfängerglück. Naja, gut, da tue ich mir halt jetzt weh. So. Also als Third Person ist Minecraft wirklich nicht geeignet. So, ich mache jetzt mal wieder Ego. Nee, Ego.